Herzlich willkommen, Herr Henkel. Hallo, grüße Sie. Willkommen beim Radio 8 Wahlduell. Also wir haben zwar Schildchen aufgestellt, aber Sie können sie natürlich hier durchmischen, auch im Laufe des Abends, wenn der Nachbar nebendran dann nicht mehr gefallen sollte in der Zwischenzeit. Dann können Sie auch wechseln. Bevor Sie hier ausschenken, Herr Heckel, also ich meine jetzt mit dem Wasser, bitte noch ganz kurz sagen, warum Sie Bürgermeister dieser Stadt werden wollen. Wenn ich Bürgermeister dieser Stadt werden würde, würde ich mit meiner Frau, meinen drei Kindern und meinen Weggefährten der vergangenen Wochen und Monate auf den Erfolg anstoßen. Weiterhin würde ich mich bei den Bürgerinnen und Bürgern für das Vertrauen bedanken. Ich würde aber auch versuchen, diejenigen, die mich nicht gewählt haben, davon zu überzeugen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Dankeschön. Und die Unzufriedenheit in dieser Stadt und den Ortsteilen ist sehr groß. Land auf, Land ab hört man einfach, was hier nicht läuft und was nicht mehr in Ordnung ist. Und ich muss sagen, es hat Spaß gemacht. Ich muss jetzt aber auch sagen, mir hat es konditionell gar nichts ausgemacht. Ich bin konditionell auch fit. Jo. Und es war wunderschön, mit den Bürgerinnen ins Gespräch zu kommen. Die Kontakte helfen dazu auch, die Politik in Bad Windsheim für die Zukunft zu gestalten und besser zu machen wie bisher. Mhm. Dankeschön, Herr Hier. Windsheimer ins Rathaus. Ihr Abschlussstatement, Herr Henkel. Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich bitte Sie um Ihre Stimme bei der Wahl zum ersten Bürgermeister der Stadt Bad Windsheim. Ich werde meine Amtszeit unter das Motto stellen, miteinander gemeinsam, als Wir-Gefühl, für die Stadt und für die Ortsteile. Wir brauchen einfach Veränderungen. Wir brauchen einen Systemwechsel. Wir müssen neu anfangen und Bad Windsheim aufstellen für die Zukunft. Darum bitte ich Sie um Ihr Vertrauen. Seit 24 Jahren bin ich in den Stadtrat. Seit 20 Jahren im höchsten Wirtschaftsgremium Mittelfranken. Ich begleite viele Ämter. Ich weiß, wie es geht. Und ich liebe Herausforderungen. Und diese Herausforderungen werde ich mit Bravour, mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam, mit dem Stadtrat, mit der Verwaltung, mit den Vereinen und Organisationen, werde ich gemeinsam meistern und zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Und ich werde Ihnen versprechen, dass ich Transparenz in die Politik bringe, dass ich Transparenz ins Rathaus bringe und dass ich 150%igen Arbeitseinsatz bringe, wie ich bisher auch in meinem Leben. Das werde ich auch weiterhin so tun. Und meine Heimatstadt ist es mir wert. Dankeschön. Danke auch. Danke.